Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Exorbitante Millionengehälter und Abfindungen, die in keinem Verhältnis zum durchschnittlichen Verdienst eines Arbeitnehmers stehen oder zum Ertrag eines Unternehmens, haben mit sozialer Marktwirtschaft wenig zu tun. Es sind absurde Exzesse, wenn manche Vorstände in einem Jahr Arbeit das Doppelte oder Dreifache verdienen von dem, was eine Krankenschwester oder ein Polizist in seinem Arbeitsleben nach Hause bringt. Die Entwicklung der Managementvergütung hat sich über den Lauf der Jahre sehr erstaunlich entwickelt. In den 80er Jahren war es etwa das 15- bis 16-fache, Mitte der 90er Jahre waren es das 19-fache und heute ist es das über 50-fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers. Was bemerkenswert ist und was hier nicht verschwiegen werden darf, ist der Umstand, dass es innerhalb von 7 Jahren zu einem exorbitanten Anstieg kam, nämlich von dem 20-fachen auf das 40-fache. Diese exorbitante Steigerung fand statt in den Jahren 98 bis 2005. 98 das 20-fache, 2005 das 40-fache. Das waren bekanntlich die rot-grünen Jahre in Deutschland. Darauf hat, meine Damen und Herren, der Gesetzgeber reagiert. Darauf hat die Union reagiert, indem im Jahr 2009 die Angemessenheit der Vorstandsvergütung neu geregelt wurde. Wir haben gesagt, die Vorstandsvergütung muss zukünftig angemessen sein und sie muss an nachhaltigen Zielen ausgerichtet werden. Verantwortlich dafür ist der Aufsichtsrat. Und ja, jetzt muss man zu Recht fragen, ob dieses Gesetz in der Praxis funktioniert oder nicht. Schauen wir doch auf den Aufsichtsrat, bei dem SPD und Gewerkschaften die absolute Mehrheit haben und damit die Vergütungspolitik eigenverantwortlich bestimmen können. Ein solcher Aufsichtsrat mit der absoluten Mehrheit von SPD-Vertretern und Gewerkschaften ist die Volkswagen AG. Und ausgerechnet in diesem Aufsichtsrat sind die absurdesten und unerträglichsten Ergebnisse zu verzeichnen. Ein Herr Winterkorn, der 16 Millionen Euro verdient hat und jetzt 3.100 Euro Pension hat. Eine Frau Hohmann-Denhardt, die nach 12 Monaten Arbeit mit 13 Millionen Abfindungen nach Hause geht. Ich sage Ihnen ehrlich, wer hohe Managementvergütungen auch zu Recht anprangert, der muss beginnen, vor der eigenen Tür zu kehren. Welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber, auf diese Verhältnisse zu reagieren? Ich meine, ein wesentlicher Punkt ist die Kontrolle durch Transparenz. Wenn nämlich Vergütungsstrukturen und Entscheidungsprozesse nicht mehr allein im Hinterzimmer entschieden werden, sondern auf der Hauptversammlung diskutiert werden, wenn also Transparenz und Offenheit herrscht, dann wird allein schon durch den öffentlichen Druck eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die zu einer Begrenzung kommt. Ein solches, meine Damen und Herren, hat die letzte Koalition aus CDU, CSU und FDP im 17. Deutschen Bundestag beschlossen, gegen die Stimmen der SPD, der Linken und der Grünen. Und was ist passiert? Im Bundesrat hat die SPD dieses Gesetz am 20. September 2013 gestoppt. Wir hätten seit 4 Jahren eine Hauptversammlungskompetenz haben können. Sie haben das verhindert. Also jetzt bitte machen Sie hier auch keinen Aufstand. Wir werden einen neuen Anlauf unternehmen, dass die Hauptversammlung eine zusätzliche Kompetenz bekommt. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Verantwortung im Aufsichtsrat. Wir werden auch die Arbeitnehmervertreter, die eine wichtige Rolle spielen in großen Unternehmen, nicht aus der Verantwortung entlassen.
Wir werden aber die Verantwortung auch der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten ergänzen durch die Verantwortung der Eigentümer, also der Aktionäre und der Kleinaktionäre. Und im Rahmen einer solchen Hauptversammlungspflicht und Kompetenz kann auch geregelt werden, dass beispielsweise auch die Managementvergütungen der zweiten und dritten Ebene, also auch die der Bereichsvorstände, berichtet werden müssen, dass tatsächlich der Kleinaktionär einen vollkommenen Blick hat, wie die Entgeltstrukturen im Unternehmen aussehen. Das ist effektive Kontrolle durch Transparenz. Da lade ich Sie ein, mit uns mitzumachen. Beim Thema Steuerrecht bitte ich einfach darum, dass wir klug agieren. Das Steuerrecht ist komplex und für viele zu kompliziert, auch für diejenigen, die sich damit oftmals beruflich beschäftigen. Das ist gar keine Frage. Aber wir dürfen keine Situation bekommen, bei der am Ende des Tages der Kleinaktionär durch einen verminderten Gewinn auf Ebene des Unternehmens stärker leidet als das Unternehmen, das die Vergütung trotz steuerlicher Abzugsfähigkeit ausreicht, weil nämlich bei einem Unternehmen mit 60, 70 Milliarden Euro Umsatz eine Managementvergütung von 2 oder 3 Millionen Euro bei der steuerlichen Abzugsfähigkeit nicht ins Gewicht fällt. Andererseits das Argument, dass eine Gemeinschaft für hohe Vergütungen nicht auch noch das durch steuerliche Subventionen subventionieren muss, ist auch ein tragfähiges Argument. Deswegen sage ich, lassen Sie uns darüber klug und besonnen reden und nicht durch irgendwelche Schnellschüsse. Wir stehen bereit. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.